Manchmal wird es notwendig sein, dass ihr einen Nutzer oder eine Nutzerin löscht, wenn sie oder er zukünftig nicht mehr mit Aula arbeiten wird. Dazu müsst ihr zunächst in der Prozessverwaltung auf den Unterpunkt Gruppen und Nutzer gehen. Dort sucht ihr dann nach der Nutzerin oder dem Nutzer. Ganz hinten seht ihr ein kleines Mülltonnen-Symbol. Wenn ihr draufklickt, öffnet sich ein Dialogfeld, bei dem ihr entweder auf Zurückklicken oder die Person unwiderruflich löschen könnt. Vorsicht! Ihr könnt Nutzerinnen und Nutzer wirklich nicht wiederherstellen, wenn sie einmal gelöscht sind. Das bedeutet auch, dass alle Ideen der Person gelöscht werden. Ihr solltet euch daher ganz sicher sein, dass ihr die Nutzerin oder den Nutzer vom System entfernen möchtet. Ein einfacher Klick auf den roten Button reicht, um die Person endgültig zu löschen.